Also die ganze Zeit Schnäpse trinken und Touristenvögeln. Faust 2? Gott, es gibt mehrere Teile. Der Müller ist ja nun ein ziemlicher Macho. Wie viel Spaß macht es dir, den zu spielen? Ja, das ist natürlich eine grandiose Rolle für mich oder für jeden anderen. Das ist eine Traumrolle. Also jemand zu spielen, der einfach nicht auf den Mund gefallen ist, der immer sagt, was er denkt und der trotzdem einfach so ein Macher ist und so cool ist. Das sind finde ich, Traumrollen. Du musst geimpft werden, damit ihr keine Hirnhautentzündung und eine geistige Behinderung bekommt. Ja, Chantal, da fragst du dich zurecht. Es ist dafür nicht zu spät. Gibt's irgendwas, was du kannst, also außer der Schauspielerei, aber irgendwas, wo du denkst, hey, das ist eine coole Sache, die ich wirklich gut kann, das könnte ich jemandem beibringen? Ich kann sehr gut Skifahren. Okay. Ja, vermutet man nicht, aber ich bin wirklich ein sehr guter Skifahrer. Wird ja auch jeder österreichische Freund von mir bestätigen, der richtig gut Skifährt, weil ich das schon sehr lange mache, also ich 3 bin oder so 4 oder so. Und auch jedes Jahr Skifahren bin. Und ich glaube, das könnte ich auch jemandem beibringen. Die Idee mit den gechippten Kindern finde ich eine ganz grandiose. Glaubst du, das setzt sich durch? Ich glaube, es setzt sich nicht durch. Genauso wie die Idee aus dem ersten Teil, dass man mit einer Paintball-Waffe auf Schüler schießt. Aber ich glaube, dass sich viele Lehrer, die den Film sehen, sehr freuen über die Idee. Und das habe ich auch öfter gehört von Lehrern, die den ersten Teil zum Beispiel kannten, dass sie das unfassbar gerne machen würden. Wie haben Sie den jetzt gefunden mit dem Handy? Ich habe den gechippt. Ist Ihre auch weg? Hat mehrere. Chippen oder kastrieren. Alles andere bringt nichts. So viel ich gelacht habe, es ist ja auch ein ernster Unterton, ja. Nämlich das Mobbing-Thema. Was hast du da für eine Meinung zu? Ich finde es gut, dass gerade im dritten Teil jetzt wieder vor allem die Themen bearbeitet werden, die so Schüler oder Jugendliche betreffen. Also Leistungsdruck, Mobbing in der Schule, Existenzängste, die Furcht davor, dass nichts aus einem wird oder auch die Frage nach, was aus einem später wird. Und genau das bearbeitet der Film, diese Themen, bleibt aber dennoch genauso witzig und schlagfertig wie die anderen beiden Teile. Ich habe schon vor 2 Monaten gesagt, dass ich gemobbt werde. Ingrid, die Schüler mobben sich. Jetzt mach's, bring endlich! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Wie war das bei dir, als du angefangen hast mit der Schauspielerei? Hattest du da die Unterstützung, die du gebraucht hast, oder musstest du das erstmal durchsetzen? Nö, ich hatte gar keine Unterstützung. Also gab es halt einfach gar niemanden, der mir Ratschläge hätte geben können. Zum anderen gab es gar keine Identifikationsfiguren für mich und auch in meiner Familie oder so niemanden, der mir da etwas hätte erklären können oder mich weiterbringen können. Aber ich habe mich da so durchgewurschtelt und hab das irgendwie immer verfolgt und war da einfach sehr ehrgeizig und wollte da so meine Ziele erreichen und das hat dann funktioniert. Wenn schon zu Hause keiner an einen glaubt und dann in der Schule auch nicht. Irgendwie fühlt es sich manchmal so an, als ob jemand die Tür für die Zukunft zuhält. Shanti, du geile Sau! Glaubst du, das wäre schneller gegangen mit Unterstützung oder wie wichtig ist überhaupt Unterstützung, die man im Leben bekommt? Ich glaube, prinzipiell ist es sehr wichtig, dass man Rückhalt hat und dass man motiviert wird und dass man Leute um sich hat, die einem erklären, dass man nicht aufgeben darf. Aber das Allerwichtigste ist dennoch das eigene Selbstvertrauen und die eigene Willenskraft vor allen Dingen. Also, dass man was wirklich will und ein Ziel wirklich erreichen möchte. Und ich glaube fest daran, dass wenn man Ziele wirklich visualisiert und wirklich erreichen möchte, dass man das auch schaffen kann.